Dann geht's jetzt hier normal weiter. War aber ein witziger Ausflug, oder? Und Wonder Island haben wir auch gesehen. Hey. Okay. Hier, Pokémon Rubin. Da sind wir wieder. Alles ist wieder normal. Alles kein Problem. Gut. Dann jetzt aber geht's wieder Richtung Osten, oder? Beziehungsweise... Wir müssen nach Mosbach City jetzt erstmal. Von da aus dann. Das ist sinnvoller. Ach scheiße, ich wollte hier durch die Tür gehen. Egal. Nee, das geht nicht. Ist egal. So, einmal hier nochmal was kaufen, wenn das geht. Danke und auf Wiedersehen. Gut. Also. Jetzt müssen wir hier eigentlich nur in den Süden. In den Sudan. Aha. Vor allem super lustig war eben dieses Surfen auf dem Fahrradweg. Oh mein Gott. Das war so gut. Achso, wirkt ja noch, hä? Das ist auch ein Item. Zink. Naja, Beutel voll, ne? Mal wieder. So, hier jetzt im Süden. Hier muss ich tauchen eigentlich. Dann kommen wir eigentlich nach Xeneroville. Eine schöne Stadt. Ja, das sieht schlecht aus. Ein Sternstück. Ist wertvoll. Verteidigungswert, ja, keine Ahnung, Kano. Nein, jetzt hör doch mal auf! Nein! Du sollst das nehmen. AP Plus. Und zwar. Megasauger. Oder nochmal Feuersturm. Komm. Blubberbläschen, hätte gerne Gildencoins. Doch, das passt hier. Oder? Ist das der richtige Weg? Nein, das ist doch nicht. Okay. Geil. Dann muss es ja. Hä? Hä? Hat es jetzt überhaupt nicht geklappt? Es hat überhaupt nicht geklappt. Hä? Was ist jetzt wieder los? Jetzt. Dann so. Ah, aber auch interessant, wenn ihr das beide gleichzeitig macht, scheint es gar nicht zu gehen, oder was? Ah, naja, dann so, oder? Aber danke trotzdem euch. Unterwasser. Willkommen in Unterwasser. Wir sind von Unterwasser in Unterwasser angekommen. Das war nicht abgesprochen. Echt so. Jetzt mal ohne Scheiß. Boah, da willst du mich flachsen eigentlich. Als ob ich diese scheiß Route jetzt nicht mehr weiß. Da müssen eigentlich weiße Steine im Weg sein. Schaut sich das 4 Uhr Video an. Wenn ich das letzte Level schaffe und den Code in Twitch eingebe, bekommt ihr 3 Tiere und einen Sub. Oh nein, Lucky. Oh, das ist so schön blöd. Hä? Finde ich jetzt diesen Kack-Zugang nicht mehr, oder was? Auf einmal. Was ist denn jetzt auf einmal blöd? Ich will nach Xeneroville, jetzt und so. Hä, man musste doch in den Süden. Weiter nach oben und links. Ja, eigentlich schon, aber ich hab's wieder vercheckt irgendwie.
Weiß ja eigentlich, wo es ist, aber irgendwie bin ich wieder zu früh getaucht. Aus dem Weg, das war so klar. Ja, ich muss noch weiter links. Bei der Stelle war ich gerade. Bin nur runtergetaucht. Der Oleg. Oleg's mir doch am Arsch. War ich wieder eins zu früh, mein Gott. Ja gut, dann trainieren wir hier ein bisschen. So, okay, ja, geil. Dark und ich waren sehr bemüht. Echt so. Hashtag Modloben und so. Mods. Mitzmods. Schmitzschmotz. Schmitzkatze. Als nächstes wird Sterno in den Ring gehustet. Das will niemand. Schockwelle. Lel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 
Ja, genau. Zwei Kugeln nebeneinander. Der Anblick dieser beiden. Irgendwie wirkt er beruhigend. Jetzt ist alles sehr beunruhigend. Ich erzähle lieber nicht, dass ich die habe. Ich war noch nie außerhalb der Stadt. Ich frage mich, wie die Welt hinter diesem Horizont aussieht. Man kommt auch recht schwer weg, oder? Wenn man so überlegt. Wie kommt man hier weg? Hä? Gar nicht. Wie kommen die hier weg? Man muss ja tauchen quasi. Hör mir zu und ich verrate dir etwas. Unter Wasser soll sich eine antike Ruine befinden. Da gibt es bestimmt Schätze, die nur darauf warten, gehoben zu werden. Geht es jetzt hier um die Urzeithöhle oder um die tatsächlichen Siegelkammerdinger? Antike Schätze. Wäre das schön, wenn es sie tatsächlich gäbe. Aber auch ohne Schätze wäre eine Reise unter Wasser zusammen mit meinem Pokémon herrlich. Jo. Es gibt antike Schätze. Was ist los mit ihr? Das ist aber nicht die einzige Seite. Es gibt da noch eine andere Seite im Westen. Und hier in der Mitte von Sinnerovil übrigens die Arena. Pokémon Arena. Leiter Vassili, Künstler und Liebhaber des Wassers. Aber, genau, die ist verschlossen. Die Tür ist zu. So ein Mist. Und hier haben wir noch jemanden. Hi, wie heißt du? Okay, netter Name. Ich heiße Bertha. Meine Eltern haben mich so genannt, damit ich gesund und warmherzig werde. Das war ihr Wunsch. Hier, das schenke ich dir. Tronzi-Bären. Bertha? Bertha will dir auch diese Beere geben. Ich mag sie sehr. Japa-Beere. Ich frage mich, welcher Wunsch in deinem Namen verborgen ist. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sie heißt jetzt, glaube ich, nur in Deutsch Bertha, aber ich glaube, das ist hier eine Anspielung auf die Tochter von irgendwie jemanden aus Game Freak oder sowas. Sie hat, glaube, da hat jemand, glaube ich, seine Tochter verewigt oder sowas. Sie schenkt uns auch einmal pro Tag Beeren übrigens, aber ja gut. Irgendwas war mit der. Irgendeine Geschichte gibt es hinter dieser Person. Ah, hier. Der japanische Name für das bärenverteilende Mädchen Bertha lautet Kiri. Das Mädchen wurde von Junichi Masuda nach seiner Tochter, welche im Erscheinungsjahr von Rubin und Saphir geboren wurde, benannt. Weiterhin schrieb er den Großteil ihres Dialogs selbst. Das ist doch süß, oder? Da ist Junichi Masuda hat zu dem Zeitpunkt eine Tochter gekriegt und hat es leicht da verewigt. Das ist irgendwie süß. Genau. Und Junichi Masuda ist ja ein Gründungsmitglied von Game Freak, ne? Der ist ja so der Chef. Oder gewesen, oder wie auch immer. Ist schon süß. Genau. Wie heißt ihr Name? Kiri. Und hier Bertha in Deutsch, warum auch immer. Ist schon süß. Was heißt ihr Name? Kiri. Was könnte das bedeuten? Oh je, Kiri kann doch viel bedeuten wieder. Ich weiß nicht, was sagt denn das so auf Japanisch? Kiri bedeutet auf Japanisch zumindest Nebel. Aber es bedeutet das, glaube ich, nicht in der Namensherkunft dann. Könnte auch scheinbar Regenbogen heißen. Aber im Endeffekt heißt das Wort Nebel. Okay. Ja. Sowas. Das ist schick. Ja. Ist süß. Ist auf jeden Fall generell süß. Das weiß, glaube ich, fast keiner nämlich. Aber ich hatte da mal was aufgeschnappt. Das ist, glaube ich, ein süßer Funfact, den ich da ausgraben konnte. Das ist schon süß. Ah, okay. Genau, hier auf der Seite sind auch nochmal... Da ist der Pokémarkt, da ist nochmal ein Häuschen. Hallo. Die Höhle, die Xenorovel mit der Welt verbindet. Sie sollte ursprünglich wohl etwas in der Stadt festhalten. Oder bilde ich mir das nur ein? Wer weiß...
Ein Unterwasservulkan brach aus und schob sich an die Oberfläche. Der Krater lag über der Meeresoberfläche und konnte sich so mit Regenwasser füllen. So entstand Xeneroville. Was auch super interessant ist, weil dann ist es ja hier ein Süßwassersee innerhalb eines Ozeans. Voll cool. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Der Arena-Leiter von Xeneroville, Vasili, hat viele Fans. Hast du auch Fans? Seid ihr meine Fans? Ja. Da musst du aber sehr stark sein. Das, ja. Die Fans strömen sogar aus Kanto und Johto herbei. Ich habe den Trainer-Fanclub in Seekast Sub-City besucht. Verrückte Sache. In der Tat. Ja. Einfach nur, ja. Durch. Ach, schön. Oh. Seit 30 Jahren lebe ich in Xeneroville und verbessere meine Fähigkeiten. Ich habe eine alles erschütternde TM entwickelt. Die schenke ich dir. Danke. Also ich hasse dich. Ich hasse dich auch, Lucky. Sehr schön. Eine schier unbeschreibliche Attacke. Horror. Durchbruch. Gute Attacke. Ich hasse dich auch, Lucky. Du bist den ganzen Weg nach Xeneroville gekommen? Du bist kein normaler Tourist. Aber das macht dich auch nicht zu einem außergewöhnlichen Touristen. Okay. So, hier unten sind wichtige Dinge. Das da. Wer bist du denn wohl? Dies ist die Urzeithöhle. Die Geister der Pokémon, zur Ruhe gebettet am Pyroberg, erwachen hier zum Leben, sagt man. Bitte verlasse diesen Ort. Verstehe ich. Das ist natürlich, ja, ne? So einen Ort darf man nicht stören. Super faszinierend. Ja, das ist Xeneroville. Ich kürze mal ab. Das geht einfach schneller wieder zum Pokécenter. Genau, das haben wir jetzt gesehen. Leider gibt es nicht mehr zu sehen im Moment. Deswegen müssen wir wieder gehen. Aber es war sehr schön. Hat sich alles so ein bisschen gereimt. Da müssen wir aber später sowieso nochmal hin, ne? Wegen auch 8er Orden, aber die Arena ist ja leider geschlossen. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen gucken, ob es hier ein Pokémon gibt, oder? Yeah. Ein Lampi! Oh, schön. Ja gut, das möchte ich haben. Oh. Krass. Ah ja, mein Bot hat mal wieder meine Wishlist gepostet. Ne, Leute, zur Erinnerung, ich habe ja bald Geburtstag. Ne, in 1, 2, 3, 1,5 Wochen. Am 1.11. Drum, falls ihr mir ein Geschenkchen machen wollen würde. Wenn der Bot das gerade so schön postet. Ja, könnt ihr gerne mal ein bisschen da drauf gucken oder so. Vielleicht schaffe ich es ja, das dann auch in einem Stream dann die, falls Geschenkchen kommen sollten, dann kann ich das wieder auspacken oder so. Vielleicht schaffe ich das. Zack. Also, ich habe nächste Woche Geburtstag. Echt jetzt? Echt jetzt, Lucky? Oh mein Gott, ich weiß es nicht auswendig alles. Das wisst ihr von mir, ne? Ich bin schlecht in Geburtstage, hasst mich nicht, danke. Echt jetzt? Nächste Woche jetzt, echt Lucky, krass. Am 14. Ach Quatsch, krass. Oh. Krass. Lampi gibt positive und negative elektrische Ladungen durch seine Antennen ab, um seine Beute zu lähmen. Dieses Pokémon lässt seine Lichter aufflackern und tauscht Signale mit seinen Artgenossen aus. Aha. Spitznami? Lämpchen, süß. 14. Oktober, ich weiß nicht. Ich kann es mir vielleicht jetzt merken, dann, aber nächstes Jahr weiß ich es wahrscheinlich wieder nicht mehr. Lämpchen, oder Scheiße. Ach nee, da. Lämpchen. Sweet. Das ist süß, Wolf, echt. Ja, sowas. Ein Perlu. Auch nicht schlecht. Bissattacke. Mm-hmm.
Das seltenste Pokémon hier ist Relikant, aber wir brauchen es. Oder muss man es angeln? Nee. Kann man es angeln? Kann man unter Wasser angeln? Jetzt wird's verrückt, Leute. Muschel. Perlus kräftige Schale dient nicht nur dem Schutz, es nutzt sie auch zum Fangen von Beute. Die ausgewachsene Schale eines Perlu weist viele Kerben und Kratzer auf. Spitzname? Mupfel! Oh, wie süß! Ja, Mann, Mupfel! Mupfel! Süß. Ich frag dich morgen nochmal, weil ich Geburtstag habe. Ui. Ich denke, morgen weiß ich's noch. Bestimmt. Bestimmt, oder Gehirn? Du merkst dir das doch, oder? Gehirn sagt nein. Jetzt pass mal auf. Unter Wasser angeln. Auf geht's. Jetzt wird's crazy. Ja, gut. Nein, ich will nicht auftauchen. Hör auf jetzt. Da musste man... Scheiße, jetzt weiß ich echt nicht mehr, ob man Relikant fangen muss hier unten im Seetang oder ob man es echt angeln muss. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Jetzt muss ich doch nochmal nachschauen. Ein Relikant brauchen wir, leider. Relikant. Ich denke, ich würde die drei legendären am Ende des Spiels noch mitnehmen. Ich habe zumindest im Moment irgendwie Bock. Nee, doch, Seegras, stimmt schon. Okay, passt. Passt. 124, 126 bin ich doch, oder? Es gibt nur hier Seegras eigentlich. Was ist denn die Fangrate hier? Die Relikant ist selten irgendwie, das weiß ich. Relikant 5%. Na, Glückwunsch. Nur ein bisschen häufiger als Palimpalim. Ja, aber dann sollten wir es finden können, oder? Komm. Aha. Schauen wir mal. Ich suche gespannt nach Relikant. Mal sehen, ob wir das finden können oder was. Mein Geburtstag ist gar nicht so schwer, man muss nur den Monat wissen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Nein, es geht so nicht. Nee. Irgendeiner von den 13, oder? Was? Ja. Ich will jetzt nicht gegen jedes Perlu kämpfen müssen. Oh, wie war das mit Perlu? Wie war das hier noch mit Perlu vor allem? Wie war das mit Perlu? Tut sich ein weibliches zu Saganabis entwickeln und ein männliches zu Alabis? Oder kommt das, kam es nur auf das Item an? Es kam nur auf das Item an, ne? Nee. Tauschentwicklung. Ja, schon, aber mit einem Item halt. Ja. Aber es war nicht Geschlechtding. Es war, glaube ich, einfach nur Item. Was war das da nochmal? Boah, wie hießen die Items nochmal? Boah, krass. Es waren so Schuppen irgendwie, ne? Oder so. Liegt am Item. Ja, genau, ja. Das waren so seltsame Schuppendinger oder was? Das eine war, glaube ich, eine Schuppe und das andere war ein Zahn, oder? Oh krass, ich habe die so lange nicht mehr so entwickelt. Wahnsinn. Lampi. Wir suchen ganz gespannt nach einem Relikant. Allerhand. Au, mein Nacken. Oh. Bin ich jetzt tot? Aha. Und dann brauchen wir noch ein Wailord. Ja, wir brauchen ein Relikant und ein Wailord, um legendäre Pokémon zu fangen. Ergibt das Sinn? Nicht wirklich. Jetzt schon. Ich probier's mal auf dieser Seite. Ne? Ja. Aber es ist so süß, wie diese Blubberblasen da sind, oder? Die sind voll gut animiert, finde ich. Wie süß ist das gemacht, bitte? Das gefällt mir voll. Ich liebe es hier zu tauchen, echt. Es ist so schade, dass es das dann eigentlich nicht mehr wirklich gab. In Gen 4 gar nicht, in Gen 5 an einer Stelle. Ne, an einer glaube ich nur.
Aber auch das war nicht wirklich der Rede wert. Das ist sehr schade. Irgendwie gab's das. Warum gab's das nicht nochmal? So. Hm. Klar sind Blubberblasen süß, das ist so. Weil wir haben ja hier auch ein süßes Blubberblasenbläschen im Chat. Das ist auch süß. Aber die sind auch... guck mal, wie süß die da aufsteigen. Komm schon, Relikant. Komm schon. Ja, das wird ein Problem. Seegras. Seeanemone. Auch die Idee, dass das so Seegras ist. Toll. Nein. Ich will nicht noch mehr Perlu, Schmerlu. Weg mit dem Kack. Yeah. Relikant? Hallo? Also, es gibt doch nur hier Seegras. Das kann jetzt auch sehr lange dauern. Ja. Wie mit Palim im Normalfall. 5% ist echt scheiße. Was ist eigentlich ein Shiny-Relikant? Okay. So. Hey, was ist denn hier los? Hey, diese Fliege, was will die von mir? Was war das denn? Hey. Das geht so nicht. Es ist so türkisweiß. Voll eklig, Relikant. In Shiny irgendwie. Sieht voll komisch aus. Hey, Blubberchen, das geht so nicht. Da haben wir es. Relikant, dieses komische Urzeitfisch-Pokémon da. Scheiße, wie fange ich es jetzt? Kano. Mit Feuerattacken. Gähner. Glut. Felsgrab, auch lustig. Das war zu wenig. Naja. Okay, das holen wir uns. Ein weibliches Relikant. Wir sollten halt aufwachen. Ich will hier kein Risiko eingehen. Oh, es verletzt sich selbst im Bodycheck. Na super. Tauchball? Müsste ja auch gehen, ne? Die Initiative sinkt. Es schläft tief und fest. Felsgrab. Geht daneben. Es ist aufgewacht. Ja. Tauchball? Es hat noch viel zu viele KP, aber egal. Ja. Okay. Feuersturm? Oh. Tauchball? Ah. Klar. Okay. Scheiße. Mann.
Ja, nächstes Pokémon. Sumpex, du musst ein bisschen kontern. Hyperball. Das ist ja wieder super duper. Lehmschelle, I guess? Nein, das ist nicht. Ich habe echt gerade überlegt, ob es sehr effektiv ist. Ist es? Zum Glück hat es nicht verreckt. Ha! Oh je. Wir brauchen Superbälle. Das sind die besten. Ich sag's, wie es ist. Es ist doch nicht der beste. Scheiße. Ein Timerball? Ist doch so ein Urzeitfisch. Nein, nicht wieder Ball, Alter. Was willst du? Timerball vielleicht jetzt hier so? Weiß nicht. 1, 2, 3. Ach so, es wollte einen Timerball. Sag das doch. Bestand. Aha. Relikant ist eine Pokémon-Spezies, die vor 100 Millionen Jahren existierte, ohne jemals ihre Form zu verändern. Dieses antike Pokémon hat ein zahnloses Maul und ernährt sich von Mikroorganismen. Auch interessant. So ein Spitzname oder so? Weiß nicht. Relikant. Voll der Hässlernfisch. Es sieht einfach auch schon aus wie so ein 1 Million alter Opa. Ja. Gibt's noch Spitznamen? Alt. Du kannst es doch nicht einfach alt nennen. Dark. Was ist das? Was ist denn alt? Du kannst es doch nicht alt nennen! Ich hätte es Rebecca genannt. Rebecca. Dann eben alte Dame. Oh, bitte nicht, Wolf. Hey, besser als Alt-F4. Oh mein Gott, Alt-F4. Oh mein Gott, das ist alles sehr gut. Alte Dame, sagt Dark. Ich meine, das ist Darks Name-Vergebe-Einlösung. Dann ist es jetzt alte Dame, oder was? Gut. Fischkopf. Ja, es ist alte Dame. Dark hat das hier rauszusuchen gerade. Alt-F4, okay. Leerzeichen? Oh, das geht. Alt-F4. Das ist lustiger. Ja, das ist tatsächlich in der Tat lustiger. Ah ja, hier. Alt-F4, ich dreh durch, echt. Alt-F4 wurde auf den PC übertragen. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Und seitdem gibt es Alt-F4. Herrlich! Ihr seid so doof. Sehr schön, Alt-F4. Ja. Super. Ach so, ja, uns geht's ja gar nicht mal so gut, ne? Ja. Okay, nochmal kurz Mosbach City. Pokémon heilen. Und da muss ich mal die Cam nochmal irgendwie Licht-like anpassen, glaube ich. Sieht so komisch aus. Weiß nicht. So. Heilen. Und dann geht's jetzt wirklich dahin, wo Team Magma mit dem U-Boot verschwunden ist, ne? Haben wir schon zweimal gefunden, das Ding. So. Speichern. 60 Pokémon, nicht schlecht. Dann würde ich nochmal in meiner Cam rumfumseln. Farbintensität. Da passiert nichts. Ach, der Weißabgleich ist automatisch, oder was? Oh Gott! Okay, das ist sehr kalt. Da ist ein bisschen mehr Farbe drin. So ist ein bisschen mehr Farbe drin. Dann sehe ich nicht ganz so bescheuert blass aus. Und die Beleuchtung. So? So ist besser, oder? Das sieht ein bisschen gesünder aus, oder? Ein bisschen. So,